Grüße Gegner. Dramatische Musik. Wir kommen zurück bei Mass Effect 3 mit mir, der Punkt. Da ist er. Ah, daneben geschossen. Das sind zwei Gegner. Aha. Ja, aus Angst schieße ich daneben. Ja gut, du lässt mir genau den Vorsicht. Ein paar mehr als zwei Gegner. Ja, wir kommen zurück bei Mass Effect 3, habe ich gesagt. Okay. Au. Peng. Wir kriegen so ein bisschen Schaden. Minimal. Peng. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach mit den Scharfschützen. Ich will mal die anderen ausprobieren. Das M55 kommt auf jeden Fall wieder weg. Ich hasse Feuerstoßgewehre. Ich hasse sie einfach. Das war keine Granate, das war das weggeworfen mit Thermomach oder sowas. Rauch! Wir haben Rauch geworfen, die Schweine! Okay, dann machen wir es mal auf die altmodische Art. Treiben wir sie mal ein bisschen raus da. Peng! Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht! Ich wollte hinter dir treffen. Das tut mir leid. Das ist ein Centurius, genau so hießen die. Peng! Also die KI könnte auch besser sein, will ich mal so sagen. Und meine Zielkünste natürlich auch. So. Ah, jetzt war's Treffer. Ja klar, jetzt soll ich die Kraft einsetzen, ne? Jetzt da verpisst er sich. So, liegt hier irgendwas Schönes rum. Ach, jetzt kommt er wieder an hier, ja? Nicht mit mir, ja. Briefschlitzer, ich bin. Rekrut 75, 250 Kills? Haben wir schon so viele Leute gekillt? Das ging schnell. Also, es ist doch leicht actionlastiger dann anscheinend, wenn wir jetzt schon so schnell so viele Leute gekillt haben. Weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Das hat mich ein bisschen bei Mass Effect 2 auch so ein bisschen gestört. Das war ganz cool, dass es cooleres Gameplay als bei Mass Effect 1 hatte, wo man 10.000 Stunden, wie ich es auch so gerne mal wieder sage, auf einen Gegner draufgeschossen hat. Aber es wird natürlich auch ein bisschen actionlastiger und nicht mehr so RPG-mäßig. So, da war Munition, das habe ich gesehen. Gott, was ist das für ein Gestank? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Au. Das heißt, sie wurden die Hautbakterien so weiter weg dekontaminiert? Oder was ist da? Hä? Wie soll ich das jetzt verstehen? Wenn die Belegschaft noch drin war. Schrotflinte. Ach ne, die wurden zusammengedrückt, oder wie? Hier haben sie die vertriebenen, ausgegrabenen Relikte und... Das da. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Ich will und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. So. Sonst kommen wir nämlich auch nicht durch die Türen durch. Und da vorne lag eine Mod. Da, gedreht vor uns. Persönliche Notiz, SS Paris Linguist. Wir kommen nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Oh mein Gott. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch, was? Fantastisch an, so dass etwas zu schreiben. Aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Ich krieg langsam das Gefühl, dass vielleicht es könnte eine ziemlich vage Vermutung sein, aber ich denke mir gerade so, es könnte ja sein, dass die Waffe gegen die Reaper gar keine Waffe ist, sondern vielleicht der Mensch selbst und wir auch im Prinzip von den Proteanern gezüchtet worden oder sowas und dann die Evolution beobachtet wurde. Das wäre doch eigentlich ein recht geiler Plot-Twist. Oder naja, was ist Plot-Twist? Das wäre eine schreckliche Offenbarung. Aber das wäre cool. Kann man nicht abstreiten, oder? Und ich lasse einfach mal meiner Fantasie freien Lauf. Und wenn ich dann wirklich richtig liege, dann feiere ich richtig ab. Dann tanze ich Samba auf dem Tisch hier. Erinnert mich dran. Erinnert mich dran, was ich in der 5. Folge oder so gesagt habe. Das ist eine Untertreibung. Ich nehme an, das ist der einzige Zugang? Eine Untertreibung? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Oh.
Es darf sie nicht erfassen! Okay, da hinten sind geschützt. Au, 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 das hat mich einmal getroffen. Haha, das Deckungssystem ist cool. Das hat bei Mass Effect 2 gefehlt, so von Deckung zu decken, um rollen zu können. Beziehungsweise so, dass es, ja, funktioniert. Hey, das ist lustig. Das ist cool. Bis ich hab gedacht, sie öffnet die Tür vielleicht. Ah, hier kann das Geschütz nicht mehr auf uns schießen. Awesome. Shotgun time. Shotgun. Shotgun, baby. Shotgun. Shotgun. Bang. Bang. Au. Die tut weh. Singularität. I loved it. It's biotic. Bang. Bang. Wo ist die Granate hingeflogen? Wieso ist die Granate noch da? Ein Schrufen ist ganz cool. Also ich habe im Multiplayer bis jetzt auch nur Sturmgewehre benutzt, muss ich sagen. Aber ich muss unbedingt die Hilfen ausmachen, wenn hier so ein Pfeil kommt, das ist einfach zu offensichtlich. Okay, so erwische ich den Zentrum oder nicht. Ach, der wird zwei Schuss machen. Ein für dich. Und ein für dich. Und ich bewege mich weg, weil hier aus irgendeiner Granate geflogen. So, meine Pistole, weil das Metal-Gewehr ist voll kacke. Ey, die Pistole die schießt schneller als die andere, habe ich das Gefühl. Oder war das die Pistole, die wir am Anfang hatten? Nee, ich weiß es nicht. Ich rede so schnell, ich will das Spiel weiterspielen. Ich will mehr von dem Spiel sehen. Datenpad untersuchen. Forschungsnotiz P. Vasquez. Der letzte Fund scheint nun leer zu sein, aber ausgehend vom Plan der Kommunikationssysteme und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteaner, vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiterzugraben. Aber angesichts des kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. Oh ja. Waffenupgrade, Präzisionsgewehr, Kontrationsmodul? Hä? Hab ich das gerade richtig gelesen? Kontrations? Nicht Konzentration? Ups. Kontrationsmodul. Okay, hier geht's nicht mehr. Da müssen wir die Konsole bedienen. Müssen wir jetzt geschützt ausmachen und so? Ach, das war das Datenbild. Okay. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Wir haben es nur bis ins Archiv geschafft. Und die schicken uns nicht einfach so eine Bahn. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht mit einem Kurzstreckenkommunikator. Von Helm zu Helm. Und dann? Dann überzeugen wir Sie davon, dass wir auf Ihrer Seite sind und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Ha. Okay, und wir gehen dann alleine weiter, oder was? Der Major ist inzwischen ganz schön kompetent. In der Tat. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Vom Lieutenant zum Major. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter im Helm. Wenn ich... Was zum... Gott, der sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Und mit Sie meinen Sie Cerberus? Mit den eigenen Leuten? Das sind nicht Ihre Leute. Die haben Sie das auch Ihnen angetan? Was zur Hölle? Also Sie kämpfen in Wirklichkeit die ganze Zeit gegen Husks? Ich dachte mal, das wären normale Menschen in Rüstung gewesen. Was zur Hölle? Wie können Sie mich mit ihm vergleichen? Shepard, ich weiß nicht mehr, wer oder was Sie sind, seit Cerberus Sie neu zusammengesetzt hat. Sie könnten auch Ihre Marionette sein, vom Unbekannten selbst kontrolliert. Das ist nicht fair, Kaidan. Versuchen Sie nicht, das zu erklären. Ich würde es sowieso nicht verstehen.
Ich frage mich nur, ob die Person, der ich in die Hölle und zurückgefolgt bin, noch irgendwo da drin ist. Natürlich. Sie haben mich nicht verändert, Kaidan. Aber Worte überzeugen Sie nicht, richtig? Wahrscheinlich nicht. Dachte ich mir. Sie waren schon immer stur. Ich? Kommen Sie, finden wir heraus, was Cerberus vorhat. Vielleicht bekommen wir beide ein paar Antworten. Hallo? Ihr Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig. Haben Sie es geglaubt? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. In Position gehen und flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Major. Ah, jetzt kommt das Taktik-Tutorial. Wird gemacht! Wird gemacht! Kommt die Service-Verstärkung von da oben oder von da unten? Achso, nein. Okay. Da kommen sie. Peng. Mach daneben, verdammt. So, pure Mana. Heil-Achievement. Irgendwie vermisse ich gerade so ein bisschen die Kampfgeräusche. Also man hört zwar ein paar Schüsse und so, aber irgendwie fehlt was. Ah, jetzt nebeln sie mich hier ein. Achtung, ich nebel selbst. Weg. Oh, das müssen die letzten zwei da sein. Das kommt uns weg raus. Wie soll ich denn da ordentlich anvisieren? Show me your beautiful face. Ha, dankeschön. Er hat's wirklich gemacht. Unglaublich. Red ich zu mir. Ich bin hier hinten. Daneben nicht. Dann gucke ich jetzt aber. Ach ne, von da oben sind wir ja. Ja, komm. Ja, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Dann gehe ich nach unten und guck, was hier unten so schön ist. Während Kaidan und Liara so. Hey, wir beschäftigen dich hier. Beschäftigungstherapie. Puff, ausstell drauf. Oder ich gucke einfach hier dahin. Oh, au. Ey. Das kannst du auch nicht einfach so machen. Peng. So. Ganz einfach. So einfach. Wir haben sie noch ausgeschaltet, bevor sie hier überhaupt dran gekommen sind. Ach, das ist ein Schild. Ich dachte, das ist irgendein Item zu aufnehmen. So, und die Bahn müssen wir bestimmt hier nutzen. Ja, sieht so aus, als müssten wir hier rein. Und dann. Ach. Seilbahnsteuerung aktivieren. Einklinken, Mega Man. Hopp. Helm auf oder raus nach draußen. Der Sturm ist schlimmer. Gut, wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Soldaten auf. Und eine kaputte Seilbahn. Ah, super. Die sind raffiniert, die sind gerissen. Servus again. Das glaubt man gar nicht von denen. Seid ihr? Hallo? Ach, da ist einer. Da ist auch, da war einer. Oh, ich muss schnell mal hier so ein bisschen Deckungwechsel machen. Zack. Wehe, ihr springt hier zu rüber oder sowas. Das kann ich nicht ab. Weil, das sehe ich ja nicht. Bleibt drüben. Ihr kommt hier nicht vorbei. You shall not pass. Bleib stehen. Bleib schön! So, ich vermute mal, da jetzt unsere selber kaputt ist, müssen wir hier rüber. Das bestätigt meine Theorie über den Wert der hier gelagerten Daten. Kommt rüber! Leute! Hey! Fahr ich halt ohne euch! Sie können sich dein Party an! Hilfe! Geister! Oh, wunderbar! Müssen wir hier stehen bleiben und sagen, Knopf drücken oder wie? Okay. Schock,
geschlossen. Jetzt können wir die Helme wieder absetzen. Fick hier erstmal eine Granate rein. Ich glaube, es hackt. Wie viele Gegner sind die hier? Ah, Granate, Granate, lauf, Schabat, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Ach, hier ist noch eine gute Position. Hier können sie mir nicht zu nahe kommen, weil da immer noch Kaidan und Liara vorne stehen. Und Granaten können sie auch nicht werfen, weil sie noch so weit wegstehen. Peng! Die KI ist echt atemberaubend. Nicht. Irgendwie. Fuck! Läuft ja noch genau ins Fadenkreuz rein. Ah, dann haben wir hier noch den Zitierer. Zack, zack, der ist damit weg. Ach, da kommt Verstärkung. Da sind wir hier ganz gut gesichert, glaube ich. Ah. Gut, aber auch erstmal. Die bewegen sich so schnell. Da ist gerade wieder einer. Zack. Zack. Da ist ein Postschlitz. Das ist auch ein Postschlitz. Aber die Granate kommt nicht zu mir hin. Zack, da hat man auch noch einen Briefschlitz. Briefschlitz, hier komme ich denn auf einen Postschlitz? Wahrscheinlich, weil ich hier an Postkasten gedacht habe, Briefschlitz und so. Nee, ich bin doof. Zack. Der nächste Briefschlitz. Zack. Ah, hast du hier abgeschossen. Okay, wir nehmen jetzt wieder... Moment, wir hatten vorhin die Uzi, deswegen hat sie so schnell geschossen. Wir nehmen jetzt mal die Pistole. Das müsste jetzt wirklich die Pistole sein. Nee, das ist jetzt. Nee, das müsste jetzt die. Ich weiß nicht, was die Uzi und was die Pistole ist. Okay, das scheint irgendwie. Keine Ahnung, was zu sein. Was ist das denn hier für eine? Das muss die Uzi sein. Genau, wir haben hier den Zielfernrohr drauf. Und hier ist irgendwo noch ein Gegner. War doch noch ein Studio eben gerade. Da ist er. Oh. Ach, da, da, da. Das ist auch eine Burst-Uzi. Ich mag keine Burst-Waffen. Ich mag Burst-Waffen einfach. Aber die ist stark. What the fuck, ist sie stark? Okay, hier geht's nicht durch. Ding ist Hammer. Ah, oh Gott, ich mache hier wirklich tagtäglich 17 Minuten Folgen, weil ich die Zeit nicht mitkriege. Dann würde ich wieder sagen, danke fürs Einschalten. Das war wieder eine super Folge. Das macht übel Spaß, das Spiel ist geil. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir, eure Punkt. Tschüss.